Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in IFC 24 in Freiburg 2 Trainerkarriere, wo wir uns nur mit Spielern von der ersten Mannschaft, vom großen SC Freiburg bedienen werden. Und ja, wir wurden Meister überraschenderweise nach einer verkackten Hinrunde, haben wir es trotzdem noch knapp geschafft, Erster zu werden. Und und jetzt sind wir halt am Ende der ersten Saison. Wir wurden noch Meister sogar aufgestiegen in die zweite und das nach einer Saison. Hornung und Lang sind zurück. Ja, Lang muss ich noch dann verkaufen direkt, aber erstmal gehen wir in die neue Saison rein hier. Und es war kein Bug gewesen, habe ich euch ja am letzten Part darüber gesagt, beim Bonuspart euch zu informieren, ob es ein Bug war. Es war kein Bug für alle, die es interessiert. Es hat einfach nur ein bisschen länger gedauert, aber geht in Ordnung. So, ist bestimmt auch viel Arbeit fürs Spiel. Da mache ich halt, da gibt es keine Kritik von mir. Da gibt es keine Kritik von mir. Das kannst du halt nicht kritisieren. Man kann es sogar loben, dass es halt wenige Bugs gibt. So. In anderen Spielen, in Sims und so, ist es ja unter aller Sau mit den Bugs, ne? Also EA bitte in Sims. Wobei bitte doch keine Bugs da fixen. Die Bugs kann man hoffentlich umgehen, aber die Dummheit der Entwickler und die Asozialität leider nicht. Ja. Ist das ein Wort Asozialität? Asozialnation? Ach, keine Ahnung, wie auch immer, ist egal, ich kann kein Deutsch mehr. Ich nix Deutsch. Ich nix Deutsch. Nix Deutsch. Nix Deutsch. Das ist halt auch lustig, das macht da einer gerne in seinen Shorts, so der ein bisschen auf Comedy geht. Ich nix Deutsch. Chian? Glaube ich Akla oder so. Irgendwie sowas, glaube ich. Ah, der macht auch lustigen Comedy-Content einfach, der Boy. Der weiß einfach Bescheid. So. Der weiß einfach Bescheid, der Boy. Aber gut, muss natürlich auch, ne, den Geschmack von jemandem treffen, ne? Nur weil, was ich als gute Comedy ansehe, muss ja nicht, heißt ja nicht gleich, dass es halt bei, ne, anderen als gute Comedy ist, ne? Ist ja auch Geschmackssache alles, ne? Wie's Essen, wie, wie Love Interest, wie Flirt, ne? Alles, Auges Betrachters. So, ne? Darf man nicht vergessen. Geschmäcker sind verschieden. Und liegen im Auge des Betrachters. Oh! Wer ist das? Ist das einer, den ich aus der Tür getreten habe? Oder was geht hier ab? Sagen sie noch nicht. Bewertung zum Saisonende. Locker sagen sie, ja, sie haben nicht alle Ziele erfüllt. Haltet die Fresse. Außerordentlich zufrieden. Nice. Enorm Respekt von mir und die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht. Sowohl auf dem Rasen. Wir uns aus dem Freund. Das ist doch eine Mitteilung, die realistisch ist. Props, EA. Das ist eine super Mitteilung. Das ist cool. Wir sind in der zweiten Liga. Wer ist nochmal abgestiegen? Wobei, wir haben die Relegation nicht gezeigt, habe ich vergessen. Genauso wie die CLEL in Conference League. Da habe ich zu spät dran gedacht. Sorry an der Stelle. Deswegen habe ich auch kurz vor Ende nochmal pausiert, aber leider zu spät. Wer ist denn hier abgestiegen? Bochum, ne? Bochum und Darmstadt, oder? Nee. Ich weiß nicht, wer abgestiegen ist. Ach, ist egal. Heidenheim. Bochum-Heidenheim. Dann hat es also der Erstligist wahrscheinlich sich durchgesetzt in der Dings, ne? Wer war denn das nochmal? Bochum, ne? Da muss ja noch wer abgestiegen sein, oder? Hm. Also wir in Sandhausen sind auf jeden Fall aufgestiegen. Ja. Ach, keine Ahnung. Ah, Saarbrücken ist mit uns aufgestiegen. Das weiß ich auf jeden Fall. So. Wer hat den Bundesliga gespielt, ey? Darmstadt? Vielleicht Darmstadt. Ansonsten wurde doch die Relegation von der Bundesliga gewonnen? Keine Ahnung. Oder war Fürth oben? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sorry. Ich weiß nicht. Ich nix weiß. Nein, Spaß, aber. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir einen Tag weiter simulieren, bevor nämlich die Leihe endet mit Dings, aber andererseits ist egal, 5 Millionen haben wir. Aber Höhler hat sich ja schon vorher gemeldet, der würde gerne hier bleiben. Und was soll ich dazu sagen? Anders als er, außer das sehe ich genauso und wir holen dich direkt. So. Weil das ist halt No-Brainer, ne? Das ist halt ein No-Brainer. Aber ich glaube, wir kriegen ja noch am einen Tag weiter simulieren noch ein bisschen Geld, ne? Aber 5 Millionen sind trotzdem eine gute Summe. So, Spielertausch. Können wir noch irgendwen anbieten hier? Also natürlich nicht Bräunig. Werner. Ne, habe ich keinen Bock zu. Für Gespiel haben wir nicht. Stimmt ja.
Nee, 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 Ambrosch vielleicht. Ambrosch vielleicht. Der geht hier ein bisschen unter. So. Der geht ein bisschen unter. Vielleicht Ambrosch. Vielleicht haben wir Bock auf den. Oder an der Keeper. Vielleicht Hornung. Nee, auch wahrscheinlich eher nicht. Aber ich denke, die werden auch keinen Bock auf Ambrosch haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber versuchen wir es einfach. Dann könnten wir theoretisch ein bisschen weniger Geld abdrücken. So. 2-4 vielleicht? 2-1 vielleicht? Ja. Ich meine, der Höhler, der ist ja auch, ne? Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber würde ich so vorschlagen. Weil wir da einfach ein bisschen sparen müssen. Ja, das ist doch ein super Angebot. Danke, Freiburg. Also hätte man nochmal verhandeln können, aber scheiß drauf, das Höhler, so. Ich will den haben, so. Und das ist das Einzige, was zählt, so. Kire. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Ich würde gerne Schmidt noch fest verpflichten, so, aber. Andererseits, Kire, so, der war Bankspieler und so, ist auch nicht verkehrt, ne? Andererseits, für einen Bankspieler so viel Geld auszugeben für Kire, dafür, dass er mal ein paar Glücksmomente hat, weiß ich jetzt nicht. Du wirst auf jeden Fall Schlüsselspieler hier. Das steht außer Frage. So, 5 Jahre würde ich gerne, aber ich glaube nicht, ne? Schade. Nur ein Jahr? Warum, Junge? Wir sind ja zweite Liga, Kumpel. So. Mach doch nicht diesen, nur weil du ein bisschen älter bist. So. Das habe ich doch nur gesagt, um Freiburg ein bisschen abziehen zu wollen, aber es hat eh nicht geklappt, deswegen. Das habe ich nur deswegen erwähnt, Kumpel. Du bist cool. Ach Junge, hör doch auf mit sowas, ey. Mach die gute Stimmung einfach unnötig kaputt, ey. Geldgeiler Arsch, ey. Aber gut, er hat sich auch irgendwo verdient, das Geld, ne? Ja, leider nicht ganz so, wie erhofft und erwartet, aber naja, immerhin. Wir müssen auch noch auslaufende Verträge gucken, weil da laufen ja auch noch einige bei uns aus, glaube ich, ne? Aber gut, Höhler haben wir dann für 2 Jahre hier. Und fest verpflichtet. Unser erster Transfer, den wir tätigen. Also unser erster richtiger Transfer, kann man sagen. Weil die Laien, naja, kann man die dazu zählen? Ich glaube nicht. Aber ihn auf jeden Fall. Willkommen in der Mannschaft. So. So muss das ja auch. Preunigs unzufrieden mit Vertrag, warum? Das ist uncool. Da muss er Geld bekommen, so. Den dürfen wir nicht unzufrieden haben. Der hat sich außerdem Aufstiegsprämien müssen ja auch sein, ne? Weil klar, wir haben nicht so das Geld, aber hey, die haben sich das verdient. Und wenn sie sich verdient haben, dann kriegen sie hier einen neuen Vertrag. Wichtig? Warum? Ich dachte, du willst Schlüsselspieler haben, Junge. Ich hätte direkt auf Schlüsselspieler geklickt, aber wenn du sagst wichtig, okay. So. Machen wir so. Ich sehe dich eigentlich als Schlüsselspieler, um ehrlich zu sein, ne? So, machen wir hier mal 2000 vielleicht? Na klar, du hast mehr verdient, aber wir müssen ein bisschen sparen und so. Eine Beleidigung? Sorry. Ja, ich dachte, ich kann ein bisschen bei dir sparen, okay? So, was soll ich sagen? Aber gut, das machen wir in der Woche dann nochmal. Werner will natürlich verlängern. Na klar will er das, ich meine, wer will das nicht? Aber gucken wir mal trotzdem noch, wer noch so hier unzufrieden ist oder zufrieden. Sauter will einen neuen Vertrag, okay. Aber kannst du mir bitte Vorschlag machen, Sauter? Weil, Niki, ich will mit dir verhandeln, aber komm, mach einen Vorschlag. Sag irgendwas, sag eine Summe und ich hau direkt auf den Tisch und sag, machen wir. Nein, Spaß, ich hau nicht auf den Tisch, aber. So, ich sag direkt, ja, machen wir. Komm. Und bitte bleib hier für immer, Junge. Denkt er sich, Junge, ich habe doch schon einen langen Vertrag. Ja, richtig. Oh! Okay, Sauter ist anscheinend, was das angeht, korrekter als Maxi. Niggi ist korrekter als Maxi. Wusste ich gar nicht, der Niggi. Dass er korrekter als Maxi ist, dann machen wir so. Ja. Oder können wir hier noch ein bisschen runterhandeln? So? Yes, Niggi! Korrekt, Junge! Sehr gut. Hornung. Darfst mal bitte gehen, weil du bist nicht die Nummer 1. Also vielleicht irgendwo anders, aber du kriegst kein Geld von mir dafür, dass ich dich nicht eingesetzt habe. Und wir brauchen ein bisschen Geld deswegen so. Dafür, dass ich dich nicht einsetze, weil für mich Cech bleibt hier, aber andererseits wobei, ich muss den noch nicht verkaufen eigentlich. Ja, und Thun wissen wir halt nicht, ob ich mit dem klarkomme, aber andererseits, er ist jünger als Hornung. Ja, ich schmeiß mal Hornung einfach mal raus. So, würde ich sagen, sorry, aber Lang muss raus. Der kriegt keine Gelderhöhung. Der kriegt eher ein paar hinter die Ohren, der Sack. Weil was für der geht mir um Zeiger. So Müller. Ja, weiß ich nicht, wie viel verdienst du? Immer 50.000 Euro. Vielleicht. Erstmal den wichtigsten Leuten hier nachgucken. Wie Berkay zum Beispiel. Genau. Berkay kriegt eine Verlängerung. Fallmann kriegt dann eine Gehaltserhöhung. Machen wir so. Ihr habt es euch auch verdient. Erstmal. Erstmal kommen die wichtigsten Jungs.
Erstmal kriegen die eine Gehaltserhöhung. Weil die haben es sich verdient. Die haben mit dem Verein gehangen und gefangen, deswegen kriegen sie hier Dings. 4 Jahre, 5. Sehr gut, Berkay. 6 Jahre habe ich den? Geil. Das ist doch super. Freut mich. So, jetzt soll ich was vorschlagen. Ja, was weiß ich? Vielleicht 1,5 plus. Ja, ich versuche mal zu sparen einfach. So. Nice, Berkay ist sogar so korrekt. Okay, nächster Döner geht auf meinen Nacken. Die nächsten tausend, die nächsten, was weiß ich, wie vielen Döner gehen auf meinen Nacken. Sorry, Berkay, aber ich muss ein bisschen Geld sparen, ne? Aber er ist so korrekt, dass er das realisiert, so. Macht auch nicht jeder, ne? Stark will auch einen neuen Vertrag. Das ist auch in Ordnung, so. Jeder, der hier will von den Jungs, die wichtig waren, der kriegt einen. Aber auch ein paar Reserve-Leute, weil Müller kannst halt auch mal ab und zu bringen, warum nicht, ne? Müssen wir auch mal gucken, was wir den dann halten. So Rotation sogar wollen sie nur. Wie übelst korrekt seid ihr denn, Jungs, ey? Also Berkay und der Pascal, die sind korrekt hier. Muss man sagen, ey. Sogar was Gehalt angeht und so. Anscheinend. Wobei, er will für einen Rotationsspieler aber viel Geld haben. So. Anders als Berkay. So. Der gibt sich mit einem Hunderttausender weniger zufrieden hier. Aber okay, kriegst du, Kollege. So. Weil, wie gesagt, ihr seid aufgestiegen. Da bin ich nicht knauserig wie sonst. Also klar, ein bisschen halt, weil normalerweise, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte Berkay halt, was weiß ich, für ein Gehalt gegeben, aber wir müssen halt ein bisschen sparen, ne? Dass wir halt noch mehr Leute hier fest verpflichten können, wie Höfler und Co., ne? Also Höfler vielleicht nicht, aber halt so ein Schmidt und so, ne? Wäre halt wichtig und so. Ja, vielleicht auch Kire irgendwann mal gucken. Marino, ja, von mir aus auch. War lange Stammspieler und so. Kann man das auch mal machen. Will Bissi keinen neuen Vertrag haben? Wie verdient er denn bei uns? Wie verdient er bei uns? 2, 3, ah, okay, deswegen vielleicht. Ah, gehen wir da vielleicht auch nochmal rein. Weil Bissi ist auch ein wichtiger Spieler und so. Gehen wir vielleicht auch schon mal rein, so. Komm, du hast ja auch eine Gehaltserhöhung verdient. Und wir haben ja noch Transfers, die stattfinden werden. Deswegen mache ich das mal. Weil warum nicht? Der hat sich das verdient. Der war Stammspieler, der hat das gut gemacht. Klar, es liegt auch vor allem an seiner Größe, aber trotzdem hier. Ja, bist mein Schlüsselspieler. Nee, da hängst du noch näher dran. Und vielleicht halten wir dich auch so lange. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Weil aktuell changen wir gar nichts. Außer dass eure Zufriedenheit 2,5. Was sagst du? Das ist super. Weil ich werde, wie gesagt, nicht zu viel ausgeben für Vertragsverhandlungen. Normalerweise haben die mehr verdient, Berkay und der Joel und Co. Aber, oder und Co. halt, aber, oder auch Maxi Bräunig und Niki Sauter und so, aber ja, die haben in meinen Augen mehr verdient als ich den Anbieter, weil wir halt ein bisschen knauserig sind, wegen halt, wir haben nicht so viel Geld, das müssen sie halt einfach akzeptieren, leider. Aber ich hoffe so, dass man dann halt trotzdem zufrieden ist und zu einer Einigung kommt, anders als bei Maxi Bräunig. So, ich dachte, er wäre ein bisschen korrekter, was die Verhandlung angeht, aber ist okay. Ich kann ihn verstehen. So, er wurde Torjäger, er wurde Vorlagengeber, so, dass er da ordentlich bezahlt werden will, ist okay. Kriegt er. So, du bist Schlüsselspieler, Junge, weil du bist stark unterwegs, größtenteils. Und Junge, ihr habt das verdient, ihr seid aufgestiegen. So. Also da kannst du halt eigentlich. Ja, also das ist schon ein heftiges Gehalt, aber ich meine, wir sind aufgestiegen und so und ich will dich wirklich nicht verlieren. Ne? So. Aber andererseits bei so einem Gehalt. Wobei, bei dir überlege ich es mir nochmal. Bei dir überlege ich es mir nochmal. Weil das mir dann doch zu heftig. Weil ich meine, das ist ja, dann werde ich den nie los. So, wenn ich den nachher loswerden muss, so. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir es dodgen. Oder vielleicht ihn irgendwann ersetzen, weil so stark spielt er ja auch nicht immer, ne? Ähnlich wie Marino. Mal gucken, wie viel er will. Ich hoffe, er macht da Vorstellungen wie hier bei der Vertragsverhandlung. 6 Jahre Freigabesumme, ja, genau, wie ich aktuell keine beim Luca haben. Ah, fuck, ich muss das auswählen. Ja, du hast nicht so geil gespielt, ne? Deswegen fangen wir mal so an. Ah, okay, korrekt. Aber kriegst keinen Bonus. Wobei, kann ich nicht irgendwie einen Bonus auf Leistung bringen, so ohne Gegentor oder so ein Kack? Gucken wir mal. Ne, keine Einsätze. Einsätze gibt es keinen Bonus für. Und Einstiegsbonus gibt es hier auch nicht. Wir sind hier kein Top-Club, Junge. Wir sind am Haus. Sorry, aber wir haben kein Geld, Junge. Wir haben kein Geld. Ah, hier kriegst du noch ein bisschen mehr, Kumpel.
Weil das ist noch human gehandelt, da kannst du halt machen so. Machen wir. Super. Mika! Mika will auch einen neuen Vertrag, kriegt einen neuen Vertrag. Li Jian kriegt auch einen neuen Vertrag. Ambrosch, mal gucken. Mika kriegt einen neuen Vertrag. So. Wobei, ist der wichtig bei uns? Ja. Ja, müssen wir auch einen neuen Vertrag eigentlich mit Ambrosch ausmachen, dass er vielleicht nicht mehr wichtig ist. Aber andererseits, es läuft. Warum was ändern, wenn was läuft? Weil bevor er sich nicht beschwert, müssen wir eigentlich auch nichts verändern, eigentlich. Nicht zwingend. So wichtig. Aber man könnte ihn trotzdem verkaufen, den. Also nicht Bauer, sondern halt Ambrosch. So, Bauer wird nicht verkauft erstmal. So, ich hoffe, du machst mir einen Vorschlag, weil bei dir zu schätzen ist auch so eine. Nein! Nicht da einen Vorschlag machen, nein, Junge. Ich verkaufe dich erstmal nicht. Nicht mal mit für so eine Freisabe, somit die üppig ist, aber nee. Junge, du gefällst mir. Du bleibst hier, Mann. Vor allem müssen wir so uns das auch gut überlegen, wie wir abgeben, weil wir haben ja da so eine gewissen Dings, ne? Extra Regel. Ja, dass du mehr Gehalt willst, kann ich verstehen, aber es gibt hier keine Einstiegsboni, so. Wir können uns das nicht erlauben. So. Kriegst hier noch ein bisschen mehr, weil es ist noch human gehalten, auch bei dir. Kann ich nachvollziehen, dass du das willst an Gehalt, ist okay. Wäre jetzt allerdings ähnlich angekommen wie Dings da, Boomster. Wie stark hätte ich es mir nochmal überlegt. Andererseits ist auch Capitano, ne? Aber so gut hat er halt auch nicht gespielt dauerhaft. Da wäre es halt eher bei einem Niki Sauter oder bei einem Bräunig würde ich das eher akzeptieren. Aber bei ihm, nee, ist mir dann doch zu heftig. Oder bei einem Höhler hätte ich auch akzeptiert. So. Oder bei einem Li Jian, aber so. Das ist mein Schlüsselspieler, Junge. Weil du bist gesetzt, Junge. Bis auf vielleicht mal ein Spiel oder eine Tour, aber größtenteils plane ich natürlich mit dir. So. Nee, möchte ich nicht. So, du kriegst von mir. Ja, ich würde sagen, wir machen mal erstmal 1,7 vielleicht. Nein? Okay. Ja, sorry, aber dann reden wir nochmal. Aber ich kann ihn verstehen und Bräunig. So, ist zwar schade, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind, aber ich kann es verstehen. So, ich kann es verstehen. Gadui will einen neuen Vertrag haben. Weiß ich jetzt nicht. Wörnig verstehen, verständlich, wenn sein Vertrag ausläuft. Gadui, wie verdienst du? 1,2, nee, du kriegst keine Gehaltserhöhung von mir. Du kriegst ein Transferangebot von mir. Sorry, aber was hast du in dieser Saison nicht geleistet? Und dann kriegst du halt keine Gehaltserhöhung von mir. So, ganz ehrlich. Aber krass, dass leider sein Wert gesunken ist. Außer halt, er will dasselbe Gehalt, dann wird's gehen. So. Also. Ja, bei Werner müssen wir mal gucken, weil er hat sich stark verbessert in der Gesamtstärke. Aber geil, der hat Bock lange hier zu bleiben. Das ist doch genau die Initiative, die ich haben will. Und er macht mir einen Vorschlag hier. Ist okay, dass du einen Vorschlag machst, aber da müssen wir ein bisschen was ändern. Aber an sich halten wir dich, Junge. Haben wir einen Ersatzstürmer. Das ist doch super. Ja, hier sagt ja Dui, leider nicht empfehlenswert, der Rest wird ausgeliehen. Ja. Oder ist halt weg, ne? Wie im Falle von Wurz, deswegen. Ja, passt das so. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, Trainingsplan haben wir doch schon, aber ich weiß nicht, ob das. Ach ne, bei ihm ist das nicht, bei Höhler, ne? Glaube ich, ne? Ja, Runde der letzten 16 müssen wir erreichen. Also, das ist ja auch komplett wild, ey. Das kannst du eigentlich auch nicht erlauben. 26 Tage, bis wir gegen Saarbrücken treffen. Aufsteiger gegen Aufsteiger direkt, okay. Ja, was haben wir so als Ziele? Bitte seid korrekte Ziele. Bitte seid kein Müll, ey. Ich habe keinen Bock auf Müllziele, ey. So, ich habe keinen Bock auf Müll hier. 50 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor. Easy für jemanden wie mich. Runde der letzten 16. Machbar, aber das würde ich nicht bei jemandem, der gerade Zweitligist geworden ist, als realistisch ansehen. Weil das ist es in meinen Augen nicht. Könnt gerne dazu eure Meinung in die Kommis schreiben, wenn ihr wollt. Mittelfeldplatz belegen. Das geht. Ja, das als Aufsteiger. Ich würde eher Abstieg vermeiden geben, aber okay. Geht auch noch gerade so fit, würde ich sagen. Nachwuchsentwicklung, das haben wir verkackt. Das zählt noch, okay. das müssen wir mal mit der einen Dings da scheißen. So, haben wir das wenigstens? Ja, 43%. Okay, wir haben da keinen, nicht so den Stress, wie ich befürchtet hatte. Mittelfeldplatz, letzte Dings, da sind wir natürlich nicht dabei. Okay, Ziele gehen, auch wenn ich da ein bisschen sage, ja, ein bisschen Ding, wird da, wenn wir ein bisschen weniger über Dings übertreiben können. Egal. Saisonvorbereitungsturnier-Einladung. Nehmen wir mit, wegen Geld. Müssen wir machen. Ah, ich spiele die Spiele da wahrscheinlich selber, oder? Andererseits, wer weiß. European Championship. Also EM?
Okay. Ah, ich hoffe, es gewinnt da irgendein Außenseiter. Ob jetzt einer von Top Firms oder halt irgendeiner wie England oder Belgien, die noch nie was gewonnen haben oder kaum was gewonnen haben. So, okay. Verlassen, verlassen, verlassen. Irgendein Transferbudget. Neues, neues, neues. Lundberg, Watcher, Said Johansson. So, Tscheche, Wurz, Rüdlin. So, Wickler, Spiel mit Vorvertrag ist angekommen. Taras Stepenako. Wer ist das? Ach so, den hatten wir noch ausgeliehen. Das habe ich voll vergessen. Ordnung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Freut mich. Super. Super. Stimmt, den habe ich fast voll vergessen, den Schapanakas. Oder so. Oder wie er heißt. Wie auch immer er heißt. Ich habe ihn voll verpeilt, ey. Stapanenko, aber der ist ein ZDM. Das ist super. Stepanenko. Und der hat eine 76, also. Super. Vielleicht ist er der Ersatz von Stark, das müssen wir eigentlich direkt testen. Weil Stark hat ja nicht immer stark gespielt. Es gab ja auch Spiele, die er schwach war. Und deswegen so. Wenn da Stepanenko besser ist, dann spielt das Stepanenko. Oder halt Höfler, weil Höfler hat ja auch gut gespielt in letzter Zeit, ne? Ja, wobei, nicht ganz, schade. Nicht ganz die Position, ne? Aber vielleicht funktioniert das. Lassen wir doch direkt Stepanenko rein. Und gucken mal. Weil Bauer spielt ja auch gut auf ZM. Also vielleicht geht das. Lungwitz ist unzufrieden. Warum ist der denn unzufrieden? Will er mehr Geld haben? Also mehr Geld ist okay, aber wenn er sonst irgendwas hat, weiß ich nicht, was das Problem bei ihm ist. Weil Erfolge haben wir auch gehabt, so. Da kann ja keiner was gegen sagen, so. Aber ich muss auch bei Stepanenko mal gucken, wie alt ist der? 34, ja gut, dann lassen wir das so mit dem Entwicklungsplan, weil kannst du vergessen. Rosenfelder. Als ob der eine schlechte Form hat, finde ich gar nicht. Fühle ich gar nicht. So. Wo ist denn der Lungwitz? Wo ist mein Boy? Vertrag will er, okay. Klar. Verstehe. Weil, also das meine ich nicht mal, also das meine ich halt nicht irgendwie sarkastisch oder so, es macht Sinn. Ist aufgestiegen, natürlich. Hat gute Leistung gezeigt, Junge, natürlich. Was willst du für eine Rolle haben? Willst du vielleicht Rotation auch haben oder was willst du haben? Wichtig? Ja, ist okay. Ich hätte dir auch Schlüsselspieler gegeben, ganz ehrlich, ne? Hätte ich dir auch gegeben, genauso wie Yilmaz oder Fallmann, so, aber so geht's auch, ne? So geht's auch, so. Nee, das will ich bitte ein bisschen geändert haben. Das ist mir ein bisschen zu heftig, Kollege. Weil klar, du hast super gespielt, aber wir sind kein Krösus, Junge. Wir sind gerade in die zweite aufgestiegen, ne? Super, freut mich doch. Dass wir uns einig worden sind ohne Probleme, das ist super. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so aussieht, dass wir uns mit anderen Leuten einig werden, als wir mit Leuten, ne, uns dann einig geworden sind. Erst Ogbuz will mehr Spielzeit. Aber Ogbuz, der hat im letzten Spiel nicht schlecht gespielt auf rechts. Vielleicht trainieren wir den auch einfach auf rechts, weil er gefällt mir in der Innenverteidigung nicht. Der gefällt mir als Rechtsverteidiger, hat einen guten Job allerdings gemacht. So, gucken wir mal. Nee, das kannst du vergessen. Okay. Dann verkaufen wir ihn vielleicht doch, aber. Ja, wobei, der ist jetzt schon unzufrieden mit der Spielzeit, also. Ja. Vielleicht auf die Transferliste Müller. Müssen wir gucken, was du haben willst von mir, ne? Weil du verdienst. Ach nee, der verdient doch wenig. Müssen wir mal gucken. Direkt. Ja, müssen wir auch gucken, dass wir. Mal gucken wegen Kire und so, ne? Ja. Der vielleicht nochmal ausgeliehen wird. Ach, wir haben Geld, stimmt. Geil. Hab ich ganz vergessen. Geilo. Kleine Verlängerung. Ein Jahr. Wir müssen auch gucken, was Freiburg so macht, ne? Die große Mannschaft, weil von denen dürfen wir uns ja ausleihen, kaufen. Ne? So, das ist eine super Sache. Erstmal mal Höhler fest verpflichtet, was mir wichtig war. Weil der Boy, der muss hier bleiben. So, 2-4 machen wir 2-6. Hast du Bock drauf, Serge? Aber eigentlich sehe ich das bei dir auch nicht ein. Weil so gut hast du nicht gespielt, Kollege. Wenn du überhaupt mal gut gespielt hast. Deswegen vielleicht auch Müller abgeben. Müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht die beiden abgeben. Müssen wir mal gucken, ne? Mal gucken, mal gucken. Aber es ist auch noch nicht alle Tage Abend. Ja, Ambrosch hätte auch die Frage, können wir eigentlich Geld einnehmen für, ne? Ja, können wir ordentlich für unsere Verhältnisse Geld einnehmen, machen wir. So. Er ja, gefällt mir nicht. Sorry auch. Auch wenn er von Wolfsburg ist, ne? Aber. Ja. Ja, du bleibst auf jeden Fall erstmal hier. Genau. So, würde ich sagen, schauen wir mal eben nach Freiburg. Also nach Mutterverein, nach erster Mannschaft, wie auch immer man es sieht. Da schauen wir erstmal rein.
Weil vielleicht haben die ja noch wen geholt und wir gucken mal, ob die Kere ausleihen wollen. Oder halt vielleicht auch irgendwen anders mal. Almandui, achso, okay, den haben wir schon. Matze Ginter haben sie. Weiß ich gar nicht mehr, dass er noch da ist. Etze Quem haben sie neu. Okay. Keine Ahnung, wer es ist. Direkt scouten. So, gucken wir mal generell hier, wenn sie noch so haben. Uphoff will ich nicht unbedingt verpflichten. Sikwe haben sie neu. Ein mit Potenzial. Recht im Mittelfeld. Haben wir zwar nicht, aber das Potenzial hört schon mal super an. Nur Weißhaupt, Kevin. Schlotterbech. Hä, war der. Achso, der war wahrscheinlich ausgeliehen, ne? Weil ich glaube, der spielt auch da, ne? Wahrscheinlich war er ausgeliehen, würde ich mal vermuten. Rizzo Doan würde ich gerne ausleihen, aber ich glaube eher nicht. Adamu wollte er den vielleicht ausleihen, so als Backup-Stürmer, so habe ich Bock auf den, ne? Ah, okay, leider nicht. Adamu wäre aber auch was, ne? 85 Tempo? Achassi nicht ausleihen, so könnte man den testen, so ein bisschen, so. Aber wir haben eh ein bisschen begrenzten Sturm, ne? Und eigentlich will ich erstmal die Leute holen, die wir schon getestet haben und als gut empfinden, ne? Aber andererseits, vielleicht macht es auch Sinn, dass wir es anders machen. Gulde, nee, danke. Kein Bock auf Probleme in der Mannschaft. Kübler. Ich weiß nicht, Kübler haben wir auch nicht ausgeliehen, ne? Glaube ich. Kofi Kiré, wollt ihr den nochmal ausleihen vielleicht? Ja, wollen sie, okay, super. Dann machen sie einfach so, würde ich sagen, erstmal, dass wir nochmal Leute ausleihen, vielleicht auch für zwei Saisons, dass wir das so machen einfach. Super. 2 Jahre? Ein Jahr. Okay. Aber ihr kriegt kein Geld von uns. Also nicht die Gehaltsbeteiligung, die ihr euch wünscht. Weil ihr seid der Erstligist. Hier sind Zweitligist, ihr Schweine, hört doch auf! Jetzt hauen sie ab, oder? Ihr seid so solche Geißhalse. Ihr seid der Erstligist, aber ihr kommt und geht mir auf den Zeiger, ne? So, den wollte ich sagen, verkaufen wollen wir holen. So, warte mal. Die sind dritte Liga. Vielleicht wollen die einen von uns haben, den ich nicht haben will. Yo. Yo, yo, yo. Und Eisfeld, was spielt der? ZM. Okay, müssen wir sowieso halt gucken, dass wir da irgendwen verpflichten. Und ist besser, als wie wenn da irgendwer gespawnt wäre. Machen wir halt eine Ausnahme. Eine Ausnahme, eine einzige. Gadui vielleicht, wenn ich loswerde. Weil hier hat er leider keine Rolle gespielt. Im ersten Try des Saves hat er eine wichtige Rolle gespielt. Da hatte ich ihn auch behalten, aber hier leider nicht. Machen wir noch ein bisschen Geld oben drauf. Bloß eine weitere Verkaufsgebühr, was sagt ihr? Bitte nehmt Gadui. Nee. Ogbusch aber. Okay. Ja. Wir machen das. Gibt's nicht zu regen. Machen wir Ogbusch will ich eh nicht unbedingt behalten, also. Cool. Wobei halt in dem einen Spiel nicht verkehrt war, ne? Aber gut, nur ein Spiel. Ja, ist egal. Nehmen wir Eisfeld mit. Den Thomas. Und behalten noch ein bisschen von unserem Geld, was wir brauchen. So, Freigabe übergeben. Ah, Coaches müssen wir auch fest einplanen, so viele wie wir dürfen. Stimmt, dass unsere Jungs sich verbessern. So, auf allen Positionen am besten. Wobei, wie viel Geld willst du haben? Das kriegst du nicht mal bei meinen Jungs, ey. Nee. So, die haben sich wenigstens entwickelt, so, aber bei Eisfeld, Junge, du kommst hier von der Liste, testen wir dich halt nicht. So. Weil das ist unter aller Sau von ihm. Aber gut, dann verpiss dich halt, ne? Röhr, ey. Teuer ist der denn? Ah, zu teuer, okay. Ja, Kübler werden sie nicht ausleihen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ne. Keitel ist weg. Ausgeliehen, okay, das heißt, er darf noch bleiben. Okay, cool. Das heißt, er spielt noch bei Freiburg, das heißt, er darf noch bleiben. Atubulu ist bestimmt Stammspieler, ne? Ja, safe. Ja, Uphoff will ich nicht haben. Dann nehme ich lieber einen mit einer 40er Gesamtstärke, der jeden Ball reinlässt, ganz ehrlich. So, also hinter Sauter natürlich, ne? Sauter ist Nummer 1. So. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Ah gut, dann ist das mit Eisfeld, fällt das sowieso vom Tisch. So, nee. So, Trainingsplan. Haben wir alles eigentlich, ne? Eingerichtet. Dann gehen wir auf Coach verwalten. Ah ne, wenn Kiré ist, muss ich das eh nochmal einrichten. Stimmt ja. Abwehr und Torwart wäre auch nice, ne? Und Stürmer natürlich auch. Gucken wir mal, was wir so haben. Offene Position haben wir eine. Warum? Wir sind aufgestiegen, ihr Drecksäcke. Hallo! So, aber den muss ich dann in Stürmer hier einstellen. So. Ja.
Leider war es das dann auch. Wobei, nee, never mind. Hier haben nur welche 3 Sterne. Haben wir noch mehr hier? Mit besserer Bewertung? Ja, ein 5-Sterne-Torwart-Coach. Ja, dann einer im Mittelfeld runter. Dann war eh eine Saison ganz gut gehabt. Hinstaff raus. Einfach mal random einen raus von euch. Dann hier Sauter einmal rein. Sauter kriegt einen Experten vorgesetzt. So. Fertig. Oder was heißt Experten? Aber wir kriegen ja Sterne mit. So, Sauer. Ja, vielleicht hier noch irgendwen mit 4 Sternen. Haben wir hier noch Experten? Ja, haben wir. Okay. Das heißt, einmal darf dann Sauer raus. Ich hoffe, der ist nicht sauer darüber. Sauer. Spaß. Mittelfeld sind wir, ne? Oder? Nee. Sind wir nicht gewesen. Okay, wo ist denn der Defensive-Experte dann? Keine Ahnung. Haben wir noch Position? Nee, ne? Null. Schade. Aber schade, dass wir keine bekommen haben, nur eine. So kriegen wir jetzt mal für eine Saison eine oder wie? Verstehe ich nicht, das System. Wenn es irgendwer blickt, gerne in die Kommis schreiben. Müsste ich gerne Katharina bringen. Darf gerne hier rein. So. Hey, wurde nicht gesagt, die ist eine Expertin, warum ist hier Bronze? Egal. Egal, egal. Wird schon hoffentlich funktionieren. Wird schon, das wird schon. Schweden! Wurden die Meister? Wurden die M-Sieger? Nee. Schlecht. Spaß. Simulieren wir mal ein paar Tage weiter hier. Und wir nehmen natürlich Vorbereitungsnehmen, das ist ja klar. 3 Mill. Ich will den loswerden und die kommen schon mit so einem Angebot. Aber es ist 3,9 wert. Das heißt, 4 Millionen sind schon geil. So. 4 Millionen machen wir einfach. Ich will den loswerden, den lang. Da diskutiere ich nicht lang. Lang und nicht lang diskutieren, der war auch ein super Witz. So, machen wir kurz noch die Verpflichtung und dann gucken wir mal, was da noch irgendwer will, irgendein Heini. So, haben wir erstmal hier 4 Millionen glatt auf dem Tisch am Legen und Gutes, ne? Ja, machen wir so, denke ich. So, machen wir mal so 4 Millionen glatt auf dem Tisch, sagt er. Bitte sagt ja. Nein. Okay, aber dann 3,9, weil der ist das wert, sagt der Assistenztrainer. Und der ist noch jung, der hat eine Gesamtstärke, also nee. Nein. Ich verkaufe den nicht unter das, was der Assistenztrainer sagt. So. 3,8. Na, geht doch. Okay. So verhandelt man. Super. Ey, geil, dann haben wir richtig viel Geld. Ey, hätte ich gar nicht gedacht. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Ja, super. Sind wir uns einig. Super. Ist auch super, Ockbusch. Andererseits, wer weiß, vielleicht überlege ich mir das auch nochmal bei dir. Ans Angebot für Hornung? Cool. Cool. Kerer ist also noch nicht bei uns, oder wie? Ach so, stimmt, das kam ja nicht zustande. Das muss ich nochmal machen. Ganz verpeilt. 710.000, 720.000. Ihr habt nicht viel Geld, ne? Osnabrück. Aber vielleicht ist da doch noch ein besserer Deal drin. So 820.000 oder so. Weil je mehr Geld wir rausholen können, desto mehr Geld können wir ausgeben. Lebensweisheiten mit Will. So, ich weiß noch nicht, wen wir holen, weil ich will nicht zu viel am Gerüst unserer Mannschaft enden und halt auch nicht, weil wir halt, ne? Nicht zu sehr Freiburg schwächen wollen. Vielleicht so 10.000 mehr, was sagt er? Cool. Ich hätte doch das Angebot von euch schon angenommen, aber wenn wir noch ein bisschen mehr rausholen können, so auch wenn es Peanuts sind, aber für uns zählt jeder Penny, jeder Cent. Alles zählt für uns. Alles und jeder. Nö, wir nehmen das mit dem größtmöglichen Preisgeld. Ist mir egal, wir schießen die alle auf den Mond hoffentlich. Kriegen hoffentlich gut Geld. Geld! Geld, 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 Geld! Ockbusch. 400.000, 400.000. Der hat Marktwert verloren auch noch. Vielleicht so 500 oder 600.000, war. Ja. Da muss ich mir auch Backup besorgen, ne? Ja. Schon irgendwie. Versuchen wir mal 600.000 vielleicht. So, okay. Wie wär's mit 500.000? Okay, cool. Cool. Das ist super. Das ist super. Hornung, zwar ein bisschen Ärger, ein bisschen schade irgendwo, weil wir haben ihn nie eingesetzt und so. Aber wer weiß, ne? Wer weiß, vielleicht ist das auch das Beste, was wir je gemacht haben. Oder wir werden ihn irgendwo vermissen, wer weiß. Sebastian, es lag nicht, also wir wussten nicht, ne. Wir können nichts dazu sagen. 1,1 habe ich's doch gewusst, ey. Ah, schade. Ich wollte schon sagen, locker eine Mille, aber ja, das war ja so schon schwierig mit denen, ne?
Ach nee. Ja, doch, das war mit denen schwierig, stimmt ja. Die Arschgeigen, ey. Das haben die mit Absicht gemacht, diese Ecke. Aber egal, Langverkauf ist durch und 4 Millionen glatt, die reichen für ein Spiel, den ich eh loswerden will. Ah nee, stimmt, ist gar nicht. Bei denen war es ja. Hätte ich da noch mehr rausholen können? Was sagten die Finanzen? Ey, komm. Sag nicht, ich hab da. Sag nicht, die waren auch viel zu geizig für. Ja, waren sie die Schweine. Scheiß Saragossa oder wer auch immer das war, ey. Solche Schweine, ey. Mann, 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 aber gut, wer weiß. 2,6 immerhin. Ja, Vorstand soll mal auch aufhören. Warum stecken Sie so viel Geld in die Tasche? Ich hab das hart verhandelt, ihr Arschgeigen. Hört doch mal auf damit. Ich muss den Kader zusammenstellen. Ihr könnt das nicht in eure für einen neuen Porsche oder so ausgeben. Ich brauche das Geld. Wir haben einen kleinen Kader, ihr Hörnies. So, gut. B-Deal da noch abgeschlossen. Ist auch super. So, haben wir einen noch geringeren Kader als vorher. So, wir müssen einmal zu dem Jugendscout gehen hier. Scouts. Scout, Scout, Scout. Ach ne, Jugendstab. Nicht Scouts. Scouts brauchen wir gar nicht. Scouts, Scouts verfügbar. Ja, genau. Du sollst ein Scouting-Netzwerk aufbauen. So. Und zwar, wo ist denn billig? Hier, ne? Ist ja billig, ne? Das heißt, du kannst mal hier. China hat doch bestimmt eine hohe Popularität, hohe Leute. Mach mal. Gönn dir mal. Vielleicht holen wir hier noch einen fürs Ziel da, was wir da haben. Ja, oder wir holen drei mit 19.000. So. Machen wir einfach so. Dann kosten die nicht so viel und sparen Geld, aber machen dann die Ziele, weil es geht hier nicht um Jugendtraining. So, es geht hier einfach nur für die Ziele halt. So. Deswegen machen wir das. Ansonsten würde ich das halt gar nicht machen, so. Wenn es nicht um die Ziele gehen würde. Aber wir müssen halt auf das Ziel achten, leider. Also wenn wir dafür nicht rausfliegen würden, würde ich es halt gar nicht machen, so. Aber so müssen wir es halt leider machen. Man, da wo es halt billig ist, gönnen uns da ein paar Leute und fertig ist. So. Abgeschlossen, der Scheiß. So. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir wieder verhandeln können mit den Leuten. Johan Cruyff Arena? Wie der heißt, das ist so eine Legende, ne? Glaube ich. Eine niederländische Legende. Super. Und ja, es das heißt Niederlande, nicht Holland. Haben wir mit denen nicht verhandelt? Doch. Dann sollte der Daumen auch nach oben zeigen. So. Li Jihan, ne? Und Bräunig waren das. Können wir? Nee. Bräunig wahrscheinlich auch nicht, ne? Schade, ne? Schade, schade, schade. Weil wie gesagt, das sind wichtige Stützen, da möchte ich gerne sofort mit verhandeln. Und was ich auch gerne machen würde, ist direkt hier Schmidt verpflichten, Förster. Er läuft ja auch in der Saison aus, ne? 11 Monaten, ja. Ja, was jetzt machen oder am Ende der Saison, ne? Ist doch eigentlich scheißegal, also. Stepanenko müssen wir mal gucken, wie der sich so macht. Aber ich denke, auch da ist ein Wechsel wahrscheinlich, dass wir den holen. Makengo, nee. Werden wir nicht holen. Außer er hat eine deutliche Leistungssteigerung. Und ein Attitude Change auch. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also Attitude Change vor allem nicht, aber. Ja, mal gucken. Ihr wollt keinen von uns haben. Ich schätze nicht mal von denen, die wir loswerden wollen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen machen wir mal so 2 Mille für Schmidt. Aber ich glaube, ihr wollt mehr für ihn haben als das. Oder? Warum? Warum? Also, ich bin froh, dass wir ihn unter Marktwert bekommen. Aber warum sind die dann bei den, wenn ich ihn ausleihen will, so knauserig, wenn es um Geld geht, wenn sie hier übelst korrekt sind? Ich verstehe das nicht. Versteht das irgendwer? Aber hey, mir soll's recht sein. Schmidt von der Marktwert geholt. Der ist einer meiner wichtigsten Jungs. Ist doch super. Super, super, super. Beim Rest haben wir noch Zeit, der an uns verliehen ist. Das ist eine super Sache. So, machen wir so. 5 Jahre. Akzeptieren. Über das Gehalt wollen wir reden. Klar wollen wir das, Junge. Kriegst hier, warte mal, vielleicht können wir ein bisschen weniger verhandeln. Machen wir 7,5 vielleicht. Und ein Bonis für ohne Gegentore. Weil du bist Verteidiger. Und dann geben wir dir hier nochmal 10.000, wenn du ohne Gegentor hast, 25. Das werden wir eh nicht schaffen. Einstiegsboni, was für Einstiegsbonis? Nein. Den einzigen Boni, den ich im Vertrag nehmen will, wo du von mir großzügigerweise ein bisschen Geld bekommst, ist, wenn ohne Gegentor ist. Was für Einstiegsbonus, Alter. Wobei, warte mal. Das muss ich dann erstmal rausnehmen, weil. Es gibt hier keine Einstiegsbonis, Alter. Kannst du einen Kell verdienen, ja. Nein. Es gibt hier keinen Einstiegsbonus, Alter.
So. Wir sind keine Top-Mannschaft. Also klar, wir haben top gespielt, ja, aber entgegen aller Erwartungen, selbst meiner, nach der verkackten Hinrunde. So. Sehr gut, dass wir uns da noch einig geworden sind. Und wie gesagt, Stammabwehrspieler. Man weiß, wie ich scheiße verteidige, und wenn ich da einen habe, dann halte ich den halt auch fest. So. Und ich denke, der hat auch noch Potenzial nach oben. Also denke ich, ist das halt eine sinnvolle Verpflichtung. Ja, Aran. Wusste ich so. Maximum, ja, beim Gehalt vielleicht nicht, aber ist egal. So. Auch bei Höhler so. Selbst wenn sie halt Unsummen verdienen, ist mir egal. Die haben gut gespielt. Also bei Bräunig-Litjan würde ich halt gerne noch ein bisschen weniger ausgeben, aber mal gucken, ne? So. Ja, bei ihm müssen wir halt warten, bei Makengo. Ich würde ihn vielleicht verpflichten, wenn wir da ihm seinen Vertrag runterbuttern können, aber ich glaube, das geht noch lange, lange nicht. Rosenfelder wäre allerdings was. 1,5 kostet der aktuell. Und Höfler auch. Aha! Okay. Dann holen wir beide. Direkt. Instant. So, vor allem Rosenfelder. Ich meine, der kostet nur 1,5, bevor er sich bei uns noch krass entwickelt und so, holen wir den direkt. Oder bevor die Leihe auch abbrechen, so. Es ist ein No-Brainer. Wir holen ihn jetzt. Wir verpflichten ihn fest. Da müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass sie ihn irgendwann zurückholen oder so. So, wobei, wir sind auch ein bisschen knauserig unterwegs. Machen wir 1,250. 1,6. Machen wir. Gibt's halt nicht viel zu diskutieren drüber. Höfler werden wir auch noch direkt holen. Wobei, wenn er auf Adamu verlassen ist, sollten wir den vielleicht noch holen. Statt Höfler. Weil Höfler wird eh bald in Rente gehen. Das ist das Problem. Und ich hätte es am liebsten, wenn er bei Freiburg in Rente geht, als bei uns. Andererseits hätten wir den dann noch eine Saison länger, den Höfler, wenn er bei uns in Rente geht. Ja, stimmt. Bei Höfler will ich auch, vor allem nach seinem Tor, wo wir es dringend benötigt haben, auch da. Will ich halt haben. Ja, kannst du halt gerne ein bisschen mehr Geld haben, ist okay. Hab super gespielt, immer wenn ich dich eingesetzt habe. War zwar nicht so häufig wegen halt Körpergröße BC und so, aber trotzdem so. Schlüsselspieler wäre sein Scheiß. Was tue ich? Okay, das könnte ein Problem werden, ne? Junge, kannst du mal aufhören, so zu übertreiben? Soll ich dir direkt eine reinholen oder machen wir das, wenn du hier Teil der Mannschaft bist, ey? Das ist richtig scheiße, Junge. Übertreib mal deine Lage nicht, nur weil du von der ersten Mannschaft kommst, ey. Ja, aber egal. Er hat halt gut gespielt, nehmen wir mit. Und ihn würde ich halt häufiger spielen lassen, wenn halt eine größer wäre als BC halt. Das darf man halt auch nicht vergessen dabei. Ja, das große Freiburg gibt dann kleinen Freiburg auch. So muss das. So muss das. Weil der kleine Freiburg von mir trainiert wird. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Höfler. Können wir bei dir einen Kauf vorschlagen? Ja, ich frage, Summe werden wir nicht bezahlen, natürlich. Sind ja nicht blöd, ne? So. Höfler ist halt zu wichtig. Weil wenn er in Rente geht, dann hoffentlich bei uns. Deswegen mache ich das jetzt. Aber ich gucke mal, ob sie unter Marktwert vielleicht gehen. Gucken wir mal. Okay. Machen sie bedingt, aber vielleicht ja jetzt nochmal. Wenn ich es nochmal vorschlage, aber ein bisschen anders. Ich bin ja auch gewieft. Deswegen machen wir mal so vielleicht. 1, 3, 5, okay. Sind harte Verhandlungen hier. So, aber für uns ist das wie gesagt nach wie vor viel Arsche, ne? Und wir wissen ja nicht, ob wir welches Vorbereitungsturnier gewinnen können. Deswegen. Ah, okay, sie bleiben dabei. Komm schon. Kommt mir ein bisschen entgegen, ihr Knauserigen. Ihr seid schon bei den Laien so schwierig. Seid nicht hier so schwierig. Kommt schon. Na, geht doch. Cool. Jetzt bin ich gespannt, wie lange er bei uns bleiben will. Er hat ja noch einen Vertrag Laie da gehabt. Aber ich will ihn halt wirklich für mindestens 2 Jahre haben. Deswegen mache ich das halt. Weil wenn er bei uns in Rente geht, scheiß drauf. Dann geht er halt bei uns in Rente. Ist das halt so. Soll so sein. Ich will nicht, dass er da in Rente geht, wenn die Leihe nächstes Jahr vorbei ist. Das können wir uns nicht erlauben.
2 Jahre. Wenn er dann nächstes, wenn er halt dann im letzten Jahr in Rente geht, ist okay. Wenn er dann übernächste Saison in Rente geht, ist vollkommen in Ordnung. Solange es nicht nächste Saison ist, ist das in Ordnung so. Ich glaube, das ist aber auch random, ne? Leider. Leider kann man die halt anders wie ein Football Manager nicht überreden. Also ich weiß nicht, ob das mit Mods war oder nicht, aber Football Manager hat einer ihn überreden können, so noch zu bleiben. Schade, dass es hier nicht geht. Dann würde ich Höfler direkt fragen, so. Jo, willst du nicht noch näher dran hängen, Kollege? Wir brauchen dich unbedingt und so. Ist ja auch so. Ist nicht gelogen, wir brauchen ihn. Dringend. So. Ja, mal gucken, ob wir stark verkaufen. So, das ist halt auch die Frage. Er will viel zu viel Gehalt eigentlich. Ja. Ja, aber wir haben halt nicht so einen großen Kader, ne? Wir haben halt nicht so einen großen Kader, das ist das Problem. Aber andererseits, wenn wir viel Geld für ihn bekommen und eine Lösung dafür finden, warum nicht? Ja. Ja, wenn wir viel Geld für ihn bekommen, dann ist er weg einfach. Machen wir so. Marino. Ja, nee, der bleibt erstmal hier. Dann. Aber Ambros wird ja auch noch eventuell gehen. So, mal gucken. Mal gucken, wer hier noch uns Geld einbringen wird. So, müssen wir mal gucken, ne? Wir haben auch gerade keine Jugendleute, die ich verkaufen könnte. Nee. Bessio könnte man vielleicht zurückholen und verkaufen. Ja, so viel bringt er auch nicht bei Villarreal B, ne? Wie lange haben wir noch? 2 Jahre. Soll ich ihn zurückholen? Vielleicht. Verkaufen. Milan Peters vielleicht auch zurückkommen, verkaufen. Ist er auch bei Villarreal B? LOL, die spielen einfach selbe Mannschaft. Sind beide von uns ausgeliehen. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Aber geil. Okay, lassen wir da noch. Weil ich das cool finde. Lassen wir. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao.